Sicher kennst du das auch, dass negative Reden, negative Informationen einfach einen Zugriff auf dein Leben nehmen wollen. Das, was wir hören, entweder in den Nachrichten oder von Menschen, die um uns herum sind oder mit denen wir selbst in einem Gespräch sind oder waren, haben vielleicht negative Informationen zu uns gebracht und wir gehen voll darauf ein und diese negativen Informationen beschäftigen uns. Sie sind in unseren Gedanken geblieben und nicht nur, dass sie in unseren Gedanken verhaftet bleiben, sondern sie bestimmen auch nachfolgend unsere Handlungen. Eine entscheidende Frage ist, wem leihe ich mein Ohr und welcher negativen Information erlaube ich es, in meinem Leben etwas zu bewirken? Vergleichen wir es mal mit einem Radio, mit einem Sender, den ich wähle. Ich kann auswählen zwischen Musik, zwischen Informationen, Nachrichten, Werbung, egal was. Ich habe eine Wahl. Und wenn ich das, was ich gewählt habe, nicht hören möchte, kann ich etwas anderes wählen oder ich könnte das Radio ausstellen. Siehst du, wir haben in unserem Leben in diesem Bereich eine echte Wahlmöglichkeit. Wem gestatte ich, mir etwas Negatives zu sagen, was ich in meinem Leben einbaue, dass ich danach handle? Im Neuen Testament macht Jesus uns ein geniales Angebot. Er spricht davon, dass er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das heißt, er sagt etwas zu den Menschen, die in einer Beziehung zu ihm leben. Er wird hier verglichen mit einem Schafhirten. Den gleichen Bezug finden wir in Psalm 23, der dir sicher geläufig ist. Dort wird von dem guten Hirten gesprochen, von dem, der uns auf eine gute Weide bringt, der uns erfrischt mit Wasser, der uns durch ein dunkles Tal leiten will. Er macht das Angebot, hör auf meine Stimme. Und seine Stimme ist immer positiv. Sie hat immer Leben. Sie hat immer einen Ausblick, einen Ausweg. Sie hat Leben für dich. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Jesus will dir Leben geben. Er will dir in dein Leben hineinsprechen und Zukunft geben und Hoffnung. Ich wünsche dir, dass du heute ganz neu dieser Stimme Jesu glaubst und vertraust, dass du dich ganz neu auf die Spur machst, dein Gehör auf die Stimme Jesu auszurichten. Ich wünsche dir, dass du heute erfährst, es gibt mehr für dich. Gott hat mehr für dich.